Wie Sie sicher wissen, meine Damen und Herren, gibt es keinen bullischeren Menschen unter der Sonne als mich und dementsprechend ist natürlich die Lage so, dass die Allzeithochs der Aktienmärkte mehr als gerechtfertigt sind. Aber die Wirtschaft sendet jetzt erste Warnsignale, dass das Beste hinter uns ist. Ist das eine schlechte Nachricht für die Aktienmärkte? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, weil man sich dann sagt, je schlechter die Wirtschaft läuft, umso weniger können die Notenbanken aus dieser ganzen massiven ultralaxen Geldpolitik aussteigen. Also es ist ein bisschen kompliziert. Schauen wir uns die Lage mal an, schauen wir uns vor allem die Warnsignale zunächst mal an, die die Wirtschaft heute gesendet hat. Wir starten mit dem ZDW-Index heute Morgen aus Deutschland mit doch dem dritten deutlichen Rückgang in Folge. Wir waren noch vor 4 Monaten bei 84, was die Erwartungen betrifft, jetzt bei 40. Erwartet waren wir heute 56. Und die Unternehmen sagen, wir machen uns Sorgen um eine weitere Corona-Welle auf der einen Seite und wir fürchten einen Abschwung Chinas auf der anderen Seite. Das würde Deutschland natürlich empfindlich treffen. Aber es ist nicht nur Deutschland. Wir haben heute den Small Business Optimism Index gesehen, der deutlich stärker ist, gefallen ist als erwartet. Und wir sehen, hier wird vor allem Labor Shortages ins Feld geführt, also der Mangel an Arbeitskräften, die Schwierigkeit, offene Stellen zu besetzen, das scheint ein immer größeres Thema zu sein. Neben gestiegenen Kosten, neben Lieferketten ist das etwas, was offenkundig die Stimmung so ein bisschen verhagelt. Hier sehen wir mal die Job Openings Hard to Fill mit einem neuen Allzeithoch jetzt bei den Daten, die heute veröffentlicht wurden. Also die Firmen haben echte Schwierigkeiten, die Jobs zu besetzen, erstaunlicherweise. Ich hatte ja gestern, war es glaube ich, gezeigt, dass es mehr Job Openings gibt, also mehr Stellenangebote als Arbeitslose und dass sich sozusagen die Machtverhältnisse zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zunehmend in Richtung Arbeitnehmern verschieben, aufgrund der demografischen Alterung unserer Gesellschaft alleine schon. Und es ist also ein etwas pessimistischerer Grundton aus der Wirtschaft jetzt zu hören. Ne, das ist natürlich überraschend, wenn wir auf Allzeithochs bei den Aktienmärkten hantieren, aber wir sehen auch jetzt bei den Earnings Calls, also bei den Gesprächen der Verantwortlichen von Unternehmen mit Analysten, sehen wir, dass die Erwähnungen von Optimismus deutlich zurückgegangen sind. Also es ist schon ein ziemlich klares Bild. Die Unternehmen sehen, die Dinge werden jetzt schwieriger, das Beste ist vielleicht abgefrühstückt. Wir haben massiven Stimulus bekommen, wir haben alles bekommen, was das Herz begehrt. Die Margen sind erstaunlicherweise bei den amerikanischen Firmen zumindest nach oben gegangen, obwohl die Kosten gestiegen sind. Wie lange kann das so weitergehen? Große Frage. Und genau das ist eben jetzt hier der Punkt. Bislang konnten die Unternehmen, speziell in den USA, wieder die gestiegenen Kosten an die Konsumenten weitergeben, weil die eben noch gestopft waren geradezu durch Helikoptergeld, durch Unemployment Benefits. Da haben die sich gesagt, naja, ich habe ja Kohle auf der Tasche und dann bin ich auch mal bereit, jetzt meinen Konsum damit zu finanzieren. Ich musste ja lange genug verzichten, aber dieses Kaufverhalten dürfte nur weitergehen, wenn eben auch die Löhne steigen. Wenn die Löhne steigen, würde die Inflation steigen und das ist das, was die Notenbanken ja ein bisschen fürchten, dass diese Inflation nicht dauerhaft ist. Sten Jakobsen von der Saxo Bank zeigt hier ganz klar, wir hatten jahrelang eigentlich den Service-Sektor, den Dienstleistungssektor als deflationäre Kraft, während die Güter durchaus, naja, weder inflationär noch deflationär waren. Jetzt sehen wir, zunächst sind die Güterpreise gestiegen, jetzt steigen eben auch die Dienstleistungspreise ganz deutlich. Und dementsprechend hat sich das Picture, das Big Picture letztendlich verändert oder ganz klar verändert bislang von deflationär zu inflationär. Und wir sehen das auch zum Beispiel bei den Geldströmen. Hier sehen wir, dass immer mehr Geld in sogenannte TIPS fließt, also in inflationsgeschützte Anleihen. Damit kann man Staatsanleihen aus den USA kaufen, ohne von der Inflation abhängig zu sein. Das wird dann praktisch ausgematcht, neutralisiert. Dementsprechend gibt es offenkundig einen größeren Bedarf, Gelder in Assets zu investieren, die nicht von Inflation betroffen sind oder nicht negativ betroffen sind. Also wir sehen, hier wird mit den Füßen abgestimmt. Die Aktienmärkte aber auf Allzeithochs, weil man sich sagt, Tina, wo ist die Alternative?
Es gibt kaum Renditen an den Anleihemärkten. Wo soll ich das üppig vorhandene Geld eigentlich investieren? Und hinzu kommen eben noch die Buyback-Announcements, also die Ankündigungen der Aktienrückkäufe eigener Aktien. Die sind jetzt auf einem Stand, der zuletzt 2017 so hoch war. Und wir haben ja noch ein paar Monate in diesem Jahr. Also wir werden wahrscheinlich den Rekord aus dem Jahr 2017 überwinden. Und das ist natürlich etwas, was die Aktienmärkte stützt, eine konstante Nachfrage nach Aktien, die hier stützt. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass wir natürlich eine sehr, sehr gute US-Berichtssaison gesehen haben, vor allem was die Gewinne betrifft, weniger was die Umsatzsteigerung betrifft. Hier sagt John Hussman, der ein bekannter Bär ist, also das Gegenteil von mir, meine Damen und Herren, der sagt, hier sehen wir vielleicht den größten Fehler in der Geschichte, indem wir die Bewertungen als gerechtfertigt erachten. Und das in einer Situation, wo wir extreme Maßnahmen der Regierungen haben, extreme Stimulusmaßnahmen durch die Notenbanken. Und das Ganze wird dann noch gerechtfertigt zusätzlich als Argument mit niedrigen Zinsen. Diese niedrigen Zinsen aber sind wiederum ein Ausdruck eines eher mageren Wachstums. Da beißt sich die Katze doch in den Schwanz, so John Hussman. Also das vielleicht nur mal als Gedankenansatz von der ganz anderen Seite, gell? Also ich bin natürlich ganz anders gestrickt, das wissen Sie, meine Damen und Herren. Interessant ist, dass Fed-Chef Powell offenkundig mehr unter Druck kommt, und zwar von Leuten wie Elizabeth Warren, von anderen Senatoren, die sagen, der Powell, der ist mir zu lax in Sachen Regulierung. Powell ist ja auch kein Ökonom, sondern Jurist, hat seine Karriere praktisch bei einer Finanzfirma begonnen, ist er dort zu einem reichen Mann geworden und hat dann letztendlich diese Denke auch mitgenommen zur Fed, ähnlich etwa Qualls, der Fed, der Vize, auch er sozusagen ein Mann aus dem Finanzbereich und kein gelernter Ökonom, Notenbanker, wie auch immer. Jedenfalls gibt es da Stimmen auch von Senatoren, die sagen, also den sollte man absetzen, man sollte vielleicht eine Brainard als neue Fed-Chefin etablieren, oder da ist auch der eine oder andere noch im Gespräch, aber Brainard dürfte die Top-Favoritin sein, wenn es Powell nicht wird. Das nur mal am Rande. Und Powell steht ja für diese ultra-laxe Geldpolitik, der tut sich ja wahnsinnig schwer, da irgendwas zu ändern vor dem Ende seiner Amtszeit, das wird Februar 2020 sein. Aber wenn wir uns mal anschauen, etwa 50% der Notenbanken der Emerging Markets haben bereits Zinsen angehoben mit steigender Tendenz, während in den Developed Markets, also in den entwickelten Ländern in Anführungszeichen, davon überhaupt noch nicht zu sehen ist. Also die Schwellenländer haben schon angefangen, das könnte ein Trend sein, erklärt vielleicht auch, warum die Aktienmärkte der Schwellenländer oder der Emerging Markets praktisch auf einem 20-Jahres-Tief in Relation zur Wall Street oder zum S&P 500 handeln. Das ist natürlich ein interessanter Fakt. Vielleicht kommt jetzt noch mal ein bisschen Euphorie auf. Der Senat hat jetzt diese Infrastrukturgeschichte endlich gebilligt. Es geht da faktisch um 500 und ein paar zerquetschte Milliarden. 1,2 Billionen ist ein größeres Paket, aber das große eigentliche Paket mit 3,5 Billionen, das wartet noch auf Abstimmung. Und da geht es um Klimaschutz, da geht es um Sozialmaßnahmen, da sind die Republikaner aber absolut dagegen. Und das Ganze könnte dann bald zu einem nicht nur höheren Defizit führen. Hier sehen wir mal die Berechnungen des Bureau of Budget Office, also praktisch das Haushaltskomitee des US-Kongresses, wie sich die Schuldenlage entwickeln würde. Wir sehen einen kurzen Rückgang und dann würde es wieder nach oben gehen, wenn es jetzt keine weiteren Programme gäbe, wie dieses Infrastrukturprogramm. Und das, wie gesagt, ist noch nicht durch, denn auch das US-Abgeordnetenhaus muss noch darüber abstimmen. Und das wird schwierig sehr, denn die Demokraten haben die Anhebung der Schuldengrenze aus diesem Paket erstmal rausgelassen und jetzt kommen also wahrscheinlich neue Schulden und in der Summe dürfte das Ganze dazu führen, dass wir im Oktober oder November einen Government Shutdown erleben, weil sich die Parteien nicht einig werden. Darüber habe ich heute einen Artikel geschrieben, meine Damen und Herren, den ich Ihnen anempfehlen möchte unter dem Video. Schauen Sie da mal rein, vielleicht verstehen Sie dann ein bisschen besser, hoffe ich, wie die Dinge sich da abspielen, was da möglicherweise bald zu erwarten ist, was da auf uns zukommt. Ich wünsche jetzt jedenfalls erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.